Das übliche Problem. Man will sich die neuesten Musikvideos der internationalen Stars angucken, klickt auf ein Video und dann das. Leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, für die die GEMA die erforderlichen Musikrechte nicht eingeräumt hat. Das tut uns leid. Die GEMA wird von vielen Jugendlichen gehasst. Doch welche Idee steckt eigentlich hinter der GEMA? Warum gibt es die überhaupt? Das zeigt euch der nächste Beitrag. Oh, Scheiße! Kennt ihr diesen Moment? Wir haben uns gefragt, was es eigentlich mit dieser Sperre auf sich hat. Doch leider war die GEMA nicht dazu bereit, ein Interview zu halten, weder persönlich noch telefonisch. Also haben wir einen Medienrechtsanwalt dazu befragt. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, die sich darum kümmert, dass die Künstler, insbesondere die Komponisten und die Textdichter eine angemessene Vergütung bekommen dafür, dass ihre Werke aufgeführt werden. Auch um Online-Musik zu verwenden, braucht man gewisse Rechte, die tariflich geregelt sind. Damit kommen wir wieder zum Anfang unseres Beitrages, die Videosperre. Das ist mehr ein Kleinkrieg zwischen YouTube und der GEMA. Beide können sich nicht darüber einigen, wie hoch die Vergütung sein soll. Die GEMA wollte eine höhere Vergütung haben und YouTube will die nicht zahlen und hat daraufhin die ganzen Musikstücke gesperrt und gesagt, auf Veranlassung der GEMA. Die GEMA sagt nun wiederum, wir haben das überhaupt nicht veranlasst. Wir haben damit nichts zu tun und streitet jetzt deswegen auch vom OLG München. Seit April dieses Jahres gilt ein neuer Tarif, der DJs betrifft. Neuerdings werden auch DJs zur Kasse gebeten. Ursprünglich waren da die Clubbetreiber für sämtliche GEMA-Gebühren zuständig. Darunter fällt auch die sogenannte Laptop-Gebühr, das ist die Gebühr für kopierte Musik. Das wollten die nicht mehr, weil die gesagt haben, gut, wir zahlen dafür die Veranstaltung schon, das ist abhängig von Eintrittsgeld und von der Anzahl der Besucher, aber die Musik selber, die macht nun der DJ und darum soll er sich dann mal kümmern. Und bei der Laptop-Gebühr geht es nun darum, um kopierte Musik vom Originaldatenträger. Ist es eine heruntergeladene Musik von iTunes? Das fällt nicht darunter, weil das ist schon in dem Sinne der Originaldatenträger. Kopiere ich allerdings eine CD auf meine Festplatte, da fällt dann pro Lied 13 Cent an oder eben eine Pauschale von 50 Euro je 500 Lieder. DJ Honka ist ein junger Hamburger DJ. Wir besuchten ihn in seinem Home-Studio und haben ihn zu dem neuen GEMA-Tarif befragt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich gar keine so schlechte Sache, weil viele Leute heutzutage einfach generell keine Musik kaufen. Und naja, dadurch man einfach irgendwie so ein bisschen so eine Struktur reinbringt, dass einfach ein gewisser Satz gezahlt werden muss an alle, was jetzt nur auch nicht so hoch ist. Vor allem viele Leute beschäftigen sich einfach nicht genug damit, um wirklich zu wissen, worum es da geht, dass ja nicht einfach jeder jetzt pauschal viel Geld zahlen muss dafür, sondern es geht ja wirklich um die Musik, die man da öffentlich aufführt. Also im Prinzip finde ich das gar nicht so schlecht. Klar einleuchtend, dass die Musiker für ihre Arbeit bezahlt werden müssen. Doch bei der Masse an Clubs, an DJs und Songs, die Nacht für Nacht laufen, verliert man schnell den Überblick. Wie soll man das überhaupt noch kontrollieren? Was ich so ein bisschen als Ding sehe, was halt Leute lange nicht berücksichtigt haben, ist, eigentlich läuft es in Clubs, soweit ich das weiß, so, dass wenn man da spielt abends, dass dann der DJ eine Setliste einreichen muss beim Veranstalter oder beim Clubbetreiber, wie auch immer, der dann wiederum diese Setliste bei der GEMA einreicht, um halt einfach klarzustellen, welche Lieder gespielt wurden und wo GEMA-Abgaben gezahlt werden müssen. Ich wurde noch nie nach einer Setliste gefragt, sagen wir so, und ich habe auch schon ein paar Mal aufgelegt. Wir haben gelernt, dass die GEMA nicht so schlecht ist, wie viele denken, sondern dass sie nur dafür sorgt, dass die Künstler auch von ihrer Arbeit leben können.
Das war's leider schon wieder mit Schnappfisch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auf unserer Internetseite schnappfisch.net vorbeischauen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, haut rein, Leute, und tschüss.